Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sky Heaven. Heute will ich einmal zuerst gucken, wie es mittlerweile mit unseren Gates aussieht, wie voll die sind. Und wir werden heute auf jeden Fall mal die ganzen alten Verträge kündigen. Das wird, glaube ich, sehr traurig. Habe ich die ganze Zeit immer so ein bisschen... Ich wollte es die ganze Zeit nicht machen, Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde es ein bisschen schade, dass man jetzt ja auch wirklich... Dann Verträge verliert die halt seit, ja, welche Folge haben wir? Ich glaube, das ist 49. Dann seit so vielen Wochen, die uns begleitet haben, und dann wird auch diese Kleinigkeit hier leider verschwinden. Also ich finde es schade. Also sehr, sehr schade, dass man das, oder dass das nicht fortzuführen ist. Was war jetzt eigentlich hier vorne mit der Rampe? Will einfach nichts hin, okay. So, haben wir die benannt. Dann haben wir jetzt hier 56. Ich habe auch die ganze Zeit dann Sprit im Auge. Finde ich auch nicht so gut. 59. Wir gerne auf Anfrage lassen. Und 60. 60 geht nicht. Wo ist denn Nummer 60? Ach, hier oben sind noch zwei. 98, 99, dann sind die erstmal nicht im Weg. So. Neuesten Fahrzeuge kaufen. Dann wollen wir die auch einmal hier anschließen. Kein Weg zum Gebäude ist absolut richtig. Oh, da ist auch kein Weg hin. Ah, die waren gerade rot. Jetzt sind sie grün. Jetzt habe ich auch verstanden, warum. Weil da die noch die Straße gefehlt hat. Vielleicht warten da gerade auch noch die Flugzeuge drauf. Ne, das ist den Fahrzeugen egal. Die fahren jetzt nicht noch los. Okay. Dann können wir die hier allerdings losschicken, weil da wird sich nichts mehr tun. Hier ist noch kein Fahrzeug, wollte ich gerade sagen, kein Flugzeug da. Hier können wir auch auf Anfrage eigentlich machen. Haben wir die beiden so und hier machen wir nochmal geplant. Okay, jetzt haben wir 50 bis 60 und wollen die 90er wegbekommen. Aber wir müssen doch mal eben Sprit kaufen. Obwohl, ne, wir können kurz warten. Ich mache mal eben schneller. Jetzt um halb müsste ja, um voll müsste ja eigentlich was kommen. So, das ist auch richtig. Wie viel kommt da? 300.000. Ja, müssen wir mal gucken, ob es reicht. So, Zeitplanfenster. Natürlich wieder eine Rampe. Machen wir direkt, gehen wir hier oben hin. Achso, wir müssen leider pausieren. Machen wir alles weg, was nicht modern ist. Jetzt können wir euch eigentlich mal eben rüberschieben. 1.30 Uhr. 1 Uhr. 7.30 Uhr. Bist du bei 7 Uhr? 12.45 Uhr. Uhr. 18.30 Uhr. Und... So, könnten wir die eigentlich auch benutzen. Das heißt, wenn wir jetzt noch was machen wollen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lassen wir die, oder die machen wir mal aus. Da haben wir 6 Flüge und gerne nachmittags, abends.
gehen wir jetzt mal kurz nur danach gucken, bevor wir gleich die Verträge alle kündigen. So, hier ist nichts dabei. Hier ist auch nichts dabei. Hier auch nicht. Forscher, aber wir haben die Grenze erreicht. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die ersten Flüge. Die will ich hier weit machen. Oh, das sind so viele. Und dann drei hinzu, aber drei große. Das ist halt einiges, was wir verlieren. Einkommen 5000 gegen Einkommen von 8000. Puh. Tut ein bisschen weh. Oder gibt es was, wo wir weniger haben? Hier zum Beispiel. Nicht alle Flüge geplant. Da kommen jetzt aber auch nicht so große dazu. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal hiermit an. Aircraft, Transport and Travel. Ist jetzt Stufe 2. Wir pausieren jetzt die alten Verträge. Veralteter Vertrag kann nur noch gebrochen werden. Machen wir das mal. So, haben jetzt alle Verträge weg. Jetzt kommt die nächste Meldung. Oder wir gucken uns das mal kurz an. Das müssten jetzt alles eigentlich Flüge von der Asphaltrampe sein. 1, 2, 3, 4, ah, und die sind das. Dann können wir dich auch ausschalten. Da waren noch die ganz alten drunter. So, nicht genügend Workflow-Punkte. Wir brauchen 30 mehr. Wir stehen bei 18. Das heißt, in der Forschung nochmal einmal Personal dazu. Dann können wir hier auch die nächste Stufe angehen. Unterschreiben. So, jetzt haben wir dann auch neue Flüge bekommen. Jetzt will ich einmal kurz gucken. Ja, das sind aber da auch wirklich kleinere Flüge. Also hier ist es wirklich auch ein Upgrade. Hier sind es dann nochmal mehr Flüge. Nehmen wir die jetzt alle an. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich noch wie viel Platz habe. Moment, das sind jetzt so viele offene Fenster. Gehen wir mal hier oben auf die Wiese. Ich glaube nämlich, das werden Asphaltrampen sein. Und da brauchen wir sogar echt Luft. Also wir haben zweimal nachts und zweimal hoffentlich flexibel. Zwei Stunden kann so bleiben. Du bist spät abends, das ist auch okay. Zwei Stunden. Das sind auch 5000, auch wenn man es so gerade eben nicht sieht. Das ist genau derselbe Betrag. Und dann wollten wir einen noch nachts. Nehmen wir mal den. So, gehen wir ins Zeitplanfenster. Falsche Rampengröße. Falsche Rampengröße. Okay, das sind jetzt alles, aber dann doch Flugzeuge, die wir hier brauchen. Na gut, Beton wäre das nächste Upgrade. Würden die auf einer Betonrampe denn gehen? Ich glaube, wenn wir jetzt Brothers und Smith wegmachen, oder Smith und Brothers, eins von beiden, dann werden wir hier echt viel frei bekommen. Jetzt müssen wir die halt doch hier vorne drauf tun. Bleibt uns nichts anderes übrig, leider. Der kleine können wir hier auf jeden Fall mal so zwischenschieben. Aber trotzdem halt nicht lukrativ. Also 26.000 Einnahmen aus diesem Flug, okay. Das klingt dann doch gut. Dann können wir doch noch welche annehmen. Dann nehmen wir doch von der Fluggesellschaft vielleicht mal alle an und gucken, ob wir... Ja, oder wir... Ne, wir müssen das nach und nach machen.
Aber das mit den Rampen, dass das nicht weggeht, das stört mich echt. Aber das können wir leider nicht ändern. Er steht 5000. Das mit der Differenz, ja, das kommt, müsste ja hinkommen irgendwie. So, Nacht sollten wir jetzt vielleicht noch nicht annehmen. Das könnten wir hinkriegen. Das könnten wir hinkriegen. Jetzt haben wir einen. Den kriegen wir bestimmt auch noch da unter. Nicht alle Flüge geplant. Gerade wie es zeitlich passt. So, weil wir haben ja nur drei Rampen. Das müssen wir alles auch ein bisschen aushalten. Abends ist genug Platz. Nicht genügend Workflow-Punkte. Wir brauchen 24 mehr. Nehmen wir noch eine Person mal ein. Mal ganz kurz gucken, was sagen die mir jetzt hier. Auch noch mal einige Flüge. Ja, da können wir echt einiges an Geld mit verdienen. Und da sind auch hier einige Flüge. Ich frage mich, ob die auch noch mal irgendwann updated werden. Aber hier morgens geht leider nicht. Das ist halt zumindest ein großer Flieger. Hier sind zwei noch mal für abends. Ich glaube, die Asphaltrampen werden jetzt einfach schnell wegfallen. Da habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich gestehen. Weil dann müssen wir wieder alles umbauen. So, lassen wir erstmal laufen. Hier, die machen wir hier vorne weiter, wenn es soweit ist. Hier ist jetzt noch ein Flugzeug drauf, was in 10 Minuten losfliegt. Sprit hätten wir erhöhen müssen. Oder müssen wir, glaube ich, generell mal machen. So, Parkdienst abgeschlossen. Sehr gut, haben wir die Rampe. Haben wir das auch geschafft mit der Rampe. Dann gehen wir mal ins Forschungslabor. Stellen nochmal zwei weitere Angestellte ein. So schnell kommen die alle wieder. Da habe ich das mit den Workflow-Punkten zu spät gecheckt. Beziehungsweise ich glaube, ich hätte auch einmal ausgemistet, weil die kosten ja auch alle Gehalt. Klar kosten 750 zum Kaufen. Aber ist ja trotzdem sehr schnell auch wieder Gehalt, was wir zahlen. So, Sea Oil. Da wollen wir 600.000 Liter für, das haben wir jetzt, in einer Stunde 55, also 18 Uhr. Unterschreiben. Die Lieferung weg. Jetzt haben wir schon tägliches Liefervolumen von 3,3 Millionen. Finde ich sehr viel. Aber ich glaube, das brauchen wir auch. Und ich würde, da kommt zweimal, ich würde den hier, glaube ich, noch wechseln wollen. In 10 Stunden 50... Das ist dann 17 Uhr, 7, das ist 3 Uhr nachts. Eigentlich hätte man den hier auch auf 600.000 machen können. Dann wäre es immer im Fall. Ja, können wir auch machen. Also gerade abgeschlossen, also 15 Uhr. Schreiben, dann kommst du raus. Dann gehen wir hier doch nochmal zurück. Auf 18 Uhr. Wir lassen mal eine einmalige Lieferung uns geben. Kommst du wieder raus. Was haben wir jetzt gerade noch? 200.000, dann kommen da 300.000. Ja, es könnte auch noch reichen. Dann ist immer einmal viel, einmal wenig. Einmal viel, einmal wenig. Okay, dann haben wir das auch. Dann, ne, ich habe gesagt, wir machen
dann mal wirklich, dass wir ausmisten. Hier ist ja jetzt schon alles weg. Dann lasst uns das einmal durchziehen bei allen. Ist natürlich jetzt, wo wir den Sprit hochgestellt haben, müssen wir schnell sein, dass sich das dann auch lohnt. Aber dann gehen wir jetzt von oben nach unten durch. Oder wir machen das anders. Gehen hier einmal alles durch. Also wir haben auf der Grasrampe jetzt kein Flugzeug mehr. Finde ich sehr schade. Ist jetzt leider schon so. So, Asphaltrampen haben wir, sind wir fast voll. Einmal hier noch auf Anfrage. Ansonsten, ja, einige Flüge. Betonrampen haben wir nicht. Ansonsten haben wir nur noch die modernen Rampen. Und da haben wir auch alte Flüge. Das weiß ich auch. Auch hier wird sich ein bisschen was tun. Sehe ich overall, wie viele Flüge ich habe? ...146 betreute Flüge. Das würde ich mir gerne mal notieren. 146 von 166 nur. Also mehr können wir wohl nicht. Betreute Flüge. Muss ich gestehen, habe ich noch nie gesehen, da oben diesen Button. Pünktlich, normal. Pünktlich, normal. Scheint, hatten wir irgendwo eine Verspätung. Rechte Maustaste drücken, um stornierte Flüge zu sehen. Okay, sehe ich allerdings nicht. Verstehe noch nicht ganz. Das sind ja nicht alle Flüge, die wir haben. Wieso zeigt er mir jetzt nur so wenig an? Also wenn ich auf eine Rampe gehe, macht das keinen Unterschied. Wenn ich hier drauf gehe, Bericht von Gästen. Ah, okay. Der passt sich dann immer dem Rampentyp an, den ich hatte. So, Bericht von gestern. Ah, der schreibt das dann wirklich neu. Ach, dann macht er das aber von heute. Achso, dann ist das von heute und das ist von gestern. Auch immer interessant zu sehen. Gestern waren die alle normal. Hier war anscheinend jetzt ein Flugzeugwechsel. Oder, ja. Deswegen war die Lücke, weil da auch der große, lange Flug war vorher. Okay, ein interessantes Tool. Mal gucken, wie sehr wir das noch verwenden. Ja, wir waren sehr voll. Ich mache mal die Asphaltrampen an. Oder noch sind wir auch sehr voll. Dann gehen wir jetzt mal ins Vertragsfenster. So, was haben wir hier? Hier können wir noch Flüge unterschreiben. 100.000. Der Sprit ist eine Hausnummer. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Flüge allein bei der Fluggesellschaft. 15, 16. Jetzt haben wir bei der auch keinen Flug mehr. 17. Da haben wir jetzt auch keinen Flug mehr. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Flüge jetzt schon. Boah, ist das eine Menge. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Boah, hier kommt auch so viel. Aber hier haben wir, ach ne, ist doch Stufe 4. 46 war es, glaube ich. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 60. 70, 77 Flüge. Hier müsste jetzt alles soweit gut aussehen. 77 Flüge haben wir jetzt im zweiten, ich sag mal, Anlauf nochmal äh,
ja, gekürzt. Uns von verabschiedet. Zeitplanfenster. Ja. Genau sowas habe ich mir gedacht. Genau sowas habe ich mir gedacht. Ach, selbst hier haben wir auch wieder Riesenlöcher. Passagiere. Bei Passagieren könnten wir jetzt... So, da haben wir natürlich jetzt die Frachtflüge teilweise zwischen. Ja, da müssten wir eigentlich mal gucken, wie lange wir mittlerweile für so eine Abfertigung brauchen. Haben wir gerade ein Flugzeug da? Ja, nehmen wir doch die beiden mal eben. Wann bist du gekommen? 15.30 Uhr und du 15.45 Uhr, also ein bisschen später. So, du bist jetzt schon da, 1 Stunde 47. Wir warten aufs Gepäck. Auch sehr viel Sprit drin, also das sind schon die großen Maschinen. Aber schwer, nicht super. Also von der Klasse her. Das mit dem Gepäck zieht sich aber irgendwie. Fehlen irgendwie Fahrzeuge oder so. Na, hier ist ja Luft. Ah, da tut sich was. Dann haben wir das auch. Dann dürften jetzt die Busse losfahren. Oder vielleicht sind die ja sogar schon auf dem Weg. Das wäre natürlich auch gut. Da kommt irgendwas. Ne, der fährt. Der biegt vorher ab. Da kommt ein Bus. Da kommt noch ein Bus, aber der könnte... Ach, da, die sind, bereiten sich schon für den Flieger vor. So, 2 Stunden 37. Das wird hier ähnlich sein. 2 Stunden 30. Dann gucken wir uns noch mal kurz die beiden an, wie lange die brauchen. Ich schreibe mal schon mal auf, dass wir damit 3 Stunden planen. Ich würde nicht auf 2 Stunden 45 oder ähnliches gehen. Ich würde da die Viertelstunde, die halbe Stunde Puffer, die würde ich einplanen. Dann müssen wir jetzt am Montag nochmal neu sortieren. Ja, der müsste jetzt pünktlich losgefahren sein. Aber es dauert ewig, bis das Gepäck kommt. Ihn kann nicht starten. Der blockierende Service muss abgeschlossen sein. Welcher Service blockiert denn? Ich habe jetzt leider nicht gesehen, wo das Fahrzeug herkam, von welchem Flugzeug. Jetzt werden sie erst irgendwie eingesetzt, warum auch immer. Einer wird beladen, der andere wird entladen. Hat da 50 Stück. Wird ja, glaube ich, hier hinfahren. Hier warten wir immer noch aufs Laden. Jetzt irgendwo wird ja noch Boarding sein. Aber heute auch wieder mal einige Anfragen. So, jetzt wird die Dienstleistung ausgeführt.
Das heißt, jetzt müsste er sicher laden. Das hat jetzt aber schon gedauert. Eine halbe Stunde hat das jetzt schon Zeit in Anspruch genommen. Ja, hier wird nämlich auch 3 Stunden. Ne, der Einstieg passiert jetzt gerade. Dann werden wir da auch irgendwie bei 2,40 oder sowas rauskommen. Ah, 2,45 würden wir sogar schaffen, oder? Ne, es fehlt noch ein zweiter Bus. Ah, 2,45, 2,46. Das wäre knapp gewesen. Und hier haben wir noch ein bisschen mehr Zeit gerade. Da reicht auch ein Bus. Da kommt er gerade an. Und das sind zwei. In 2,35 ist das fertig. Ja, oder 32 sogar. Okay. Aber die 3 Stunden brauchen wir. Da kommen wir nicht drum herum. Und hier müssen wir echt mal gucken, was dann alles weg kann. Da müssen wir jetzt am Montag ein bisschen aufräumen. Und halt dann neue Flüge uns besorgen, denn uns werden ja noch genügend angeboten. Also da ist ja auf jeden Fall noch richtig was möglich. Aber für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja, Montag wird nochmal interessant. Ich glaube, da müssen wir uns wirklich mal auf Gesellschaften konzentrieren, die wir pushen wollen, wo wir sagen wollen, okay, die wollen wir aufs maximale Level bringen, was auch immer das sein mag. Vielleicht 5, wir haben ein paar 4er, vielleicht aber auch irgendwie 10 oder eine ganz krumme Zahl. Und dann ja, müssen wir auch mal gucken, was so infrastrukturmäßig dann hier auch veränderbar ist. Wir haben einiges gerade an Sprit, wir haben einiges an Fracht und wir haben einiges an Geld, was natürlich auch eine gute Voraussetzung am Ende ist, um hier nochmal Ausschau zu halten nach der ein oder anderen Landebahn. Weil da brauchen wir mittlerweile so ein großes Budget, wenn wir neue Grundstücke kaufen wollen. Aber auch das können wir uns ja mal am Montag anschauen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis Montag. Macht's gut. Ciao.